Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Business-Fragen kompetent und verständlich beantworten. Mein Name ist Daniel Neurauter und in dieser Folge beschäftigen wir uns mit der Fragestellung: Ab wann ist Mann, Frau geschäftsfähig? Die Geschäftsfähigkeit hängt einmal grundsätzlich zuerst von zwei Faktoren ab. Einerseits einmal vom Alter und andererseits vom Geisteszustand. Im Rahmen dieses kurzen Videos möchte ich jedoch nur auf die Themenbereiche des Alters oder auf die Einschränkungen gemäß dem Alter eingehen. Sehen wir uns hierzu die vier unterschiedlichen Kategorien der Geschäftsfähigkeit an. Zuallererst gibt es einmal die Kategorie der Kinder. Hiervon wird gesprochen von Kindern bis zu einem Alter von 7 Jahren. Und diese Kinder sind einmal gänzlich geschäftsunfähig. Das bedeutet, sie dürfen überhaupt keine Rechtsgeschäfte abschließen und darüber hinaus dürfen diese auch keine Geschenke annehmen. Eine kleine Ausnahme gibt es, und zwar die sogenannten Taschengeldgeschäfte. Das heißt, es ist Kindern unter 7 Jahren erlaubt, zum Beispiel im Schwimmbad ein Eis zu kaufen oder eben auch in der Schule eine Jause zu kaufen. Die zweite Kategorie im Zusammenhang mit der Geschäftsfähigkeit sind die unmündigen Minderjährigen. Diese sind im Alter zwischen 7 und 14 Jahren und diese Kategorie ist auch beschränkt geschäftsfähig. Das bedeutet, sie dürfen geringfügige Geschäfte, welche in ihrem Alter üblich sind und sozusagen dem Alter entsprechen, durchführen und abschließen. Hierunter versteht man zum Beispiel den Kauf einer Zeitschrift. Die dritte Kategorie sind dann die mündigen Minderjährigen. Hier sprechen wir von Personen zwischen 14 und 18 Jahren, welche erweitert beschränkt geschäftsfähig sind. Das bedeutet, sie dürfen sehr wohl Geschäfte abschließen, jedoch nur in der Höhe ihres Taschengeldes bzw. in der Höhe des eigenen Einkommens, wie zum Beispiel in Höhe der Lehrlingsentschädigung. Und hierunter zählen zum Beispiel der Kauf von Kleidung oder aber auch einmal der Kauf eines Handys oder auch eines Mopeds. Und zu guter Letzt haben wir dann noch die Volljährigen, welche voll geschäftsfähig sind und letztendlich alle Geschäfte abschließen dürfen, sofern diese dann erlaubt sind und möglich sind. Also hier ist es dann zum Beispiel auch möglich, einen Autokauf durchzuführen. Wie gesagt, wichtig im Zusammenhang mit diesen vier Kategorien der Geschäftsfähigkeit ist dann in weiterer Folge auch noch der Geisteszustand. Wenn jemand volljährig ist, aber der Geisteszustand vielleicht nicht auf dem Optimalzustand ist, dann spricht das natürlich auch gegen eine volle Geschäftsfähigkeit und dann darf diese Person auch alleine keine Geschäfte durchführen. Ja, soviel einmal zum Thema Geschäftsfähigkeit. Somit sind wir dann auch schon wieder am Ende dieses Videos angelangt und wenn Ihnen unsere Videos gefallen, dann freuen wir uns über einen Daumen hoch bzw. über ein Abo.